Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome 2 Wrath of Sparta. Ja, beim letzten Mal haben wir ja erfolgreich eine Schlacht geschlagen, von der ich nicht wusste, dass da oben überhaupt eine Provinz von uns existiert. Aber na gut, die Kampagnenkarte ist irgendwie immer noch übel am Rumspacken. Ich habe keine Ahnung warum, immer noch nicht. Aber egal, wir sind mit unserer Flotte auf jeden Fall weiterhin auf dem Weg nach Bonoi. Bonoi, okay. Dauert leider noch eine Runde. Aber dann können wir die Siedlung auf jeden Fall schon mal einnehmen. Und als nächstes würde ich sagen, rücken wir dann einfach nach hier oben vor. Dann können wir diese Provinz zumindest zum Großteil schon erobern. Bis auf den Teil hier oben halt. Mit denen sind wir halt verbündet, mit den Korinthern. Und dann müsste ich mich darauf konzentrieren, meine größere Armee auszuheben. Denn wir haben eigentlich richtig viel Knete. Und die muss natürlich auch ausgegeben werden. Hier sind wir natürlich gerade schon gut dabei. Die Athener sind hier wieder unterwegs, okay. Unsere Flotte wächst auch. Soweit alles gut. Ich habe hier noch einen Adligen. Was kann der denn so? Ich habe echt keine Ahnung mehr, ne? Berater? Loyalität für politische Partei, der General, der Begleiter mir angehört. Okay, interessant. Plus für öffentliche Ordnung in lokaler Provinz. Das ist auch nicht schlecht. Plus 1 Autorität. Minus 4% Unterhaltskosten für alle Einheiten in Begleitarmee. Ja. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen das. Dann kannst du eigentlich auch mal hier zur Armee dazu. Wenn das geht. Okay, geht nicht. Na gut, egal. Viel mehr gibt es gerade eigentlich nicht zu tun. Ich würde sagen, ich beende einfach mal die Runde. Gucken wir einfach mal, was passiert. Ich bin ja mal gespannt, ob die Athener uns da oben jetzt unsere Provinz wegnehmen. Bis jetzt scheinen die da nämlich nicht viel zu tun. Die holen wir uns natürlich später wieder, so ist nicht. Aber jetzt aktuell... Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zu. Nein, weiß, nicht für so wenig Geld, da musst du mir schon mehr bieten. Also aktuell kann ich die Provinz da oben halt einfach wirklich gar nicht gebrauchen. Isthmische Spiele. Feiern wir zu Ehren und in Gedenken an Melikertes. Die Olympiade nähert sich ihrem Ende. Zur Feier des Tages werden bald die isthmischen Spiele abgehalten. Massen werden von weit her kommen, um unterhalten zu werden. Zum Feiern und um ihre Hochachtung auszudrücken. Sie erwarten ein herausragendes Ereignis. Wollen wir an den Vorbereitungen teilnehmen, so müssen Entscheidungen getroffen werden. Einen Athleten finanzieren kostet uns 2,5. Einen Wettkämpfer unterstützen, minus 1000. Boten senden 300. Wir haben gerade richtig viel Knete. Ich würde sagen, wir finanzieren mal. Ach, die Fahndung ist auch weiter. Rebellion bevorstehend. Okay, das ist hier oben. Juckt mich ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach tot ignorieren. Vielleicht nicht der smarteste Move, aber ganz ehrlich, ich wusste vor der letzten Runde nicht mal, dass das Ding da oben überhaupt existiert. Was haben wir denn hier? 10% Nahkampfabwehr für alle Einheiten ist natürlich mega nice. Moral für Nahkampfinfanterie. Plus 1 Rekrutierungsplätze, auch nicht schlecht. Und Unterhaltskostensenkung. Was haben wir hier? Unterhaltsrekrutierungskosten für Söldner. Mhm. Für die Schiffe könnten wir natürlich auch was machen. Ah, kochendes Öl für Siedlungstore. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir mal. Und danach müssen wir auf jeden Fall wirklich jetzt mal in die Zivilforschung langsam ein bisschen investieren. Wir sind zwar Sparta, aber man muss ja nicht übertreiben. Kann ich euch behilflich? So, unser Spion. Kannst du noch irgendwas machen? 50%? Ja, warum nicht? Probier mal dein Glück. Sabotage erfolgreich. Sehr geil. Und gleich Level up. Okay, steigern wir gleich mal deine Fähigkeiten. Minus 5%. Okay. Beobachter. Plus 5 Sichtfeld für Begleitarmee.
Und Sichtfeld generell, Geheimaktion plus 1. Wir nehmen mal den Beobachter. So, sehe ich denn hier jetzt, was da so an Truppen drin ist? Irgendwie sehe ich das nicht. Hm. Es ist eine Ehre zu dienen. Aber das muss man doch irgendwie... Wir haben Informationen zu dieser Siedlung und deren Provinzen gesammelt, ja, aber... Ich sehe halt nicht, was da an Truppen drin ist. Hm. Ich erwarte eure Befehle. Dann würde ich sagen, greifen wir jetzt einfach mal an. Errichtet eine Blockade! Warte mal, wir machen jetzt aber keine Seeschlacht, oder? Machen wir doch eine... Nee, wir machen keine Seeschlacht, ne? Die haben einfach nur Unterstützung durch ihre Flotte. Okay, ich würde sagen, dann schlagen wir das Gefecht doch einfach mal. Oder warte. Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Seeschlacht ist. Das sieht irgendwie... Kann ich nicht einfach... hier an Land gehen? Wir können dort nicht segeln. Gott, ich muss da einmal rum? Wirklich? Nee, so geht's doch auch. Das dauert jetzt nochmal zwei Runden noch, komm. Das ist ja nervig. Naja, was soll's. Was muss, das muss. Die brauchen noch zwei Runden. Wie sieht's mit der Flotte aus? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen was machen. Wir haben jetzt sehr viele Bogenschützen. Sollte aber, glaube ich, erstmal reichen. Da können wir später noch ein bisschen mehr investieren, wenn wir mehr auf Forschung gegangen sind bei der Flotte. Die könnte allerdings mal auslaufen, eventuell die da hinten abfangen. Zumindest mal ein bisschen zur Unterstützung. Ja, euch gibt es natürlich auch noch. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Hatten wir noch irgendwelche Ziele? Okay, das war alles jetzt nicht so... Was war hier? Die Söhne der Rea? Wo seid ihr denn? Kann ich irgendwie mal zentrieren oder so? Ja, ich merke schon, es sind viele Quality of Life Sachen irgendwie noch nicht drin, die ich aus den neueren Total Wars kenne. Naja. Oder vielleicht finde ich sie auch einfach nur nicht direkt. Oh, okay. Gut, das brauche ich, glaube ich, gar nicht erst probieren. Das überrascht mich nicht, dieser Ausgang. Okay, die haben die Siedlung eingenommen, halb so wild. Wäre sowieso bald eine Rebellion entstanden. Genau jetzt. Okay, da wurde das Handelsabkommen aufgelöst. Erfolgreiche Spiele, 4 öffentliche Ordnung in allen Provinzen. Sehr schön. Kann ich dann die Steuern nochmal erheben? Wir haben jetzt plus 11. Ja, perfekt. Muss ich nur im Auge behalten. Flotte zerstört? Ich hatte da eine Flotte. Gut zu wissen. Argos und der Archäische Bund. Wie standen meine Beziehungen zu Argos? Mit denen bin ich weder verbündet noch verfeindet. Die könnte ich mir also theoretisch einverleiben. Die haben nur 2 Siedlungen. Ah, da könnte man mal ein paar Expansionspläne schmieden. Erstmal gucken, kann ich noch irgendwie Truppen ausbilden? Spartanische Hopliten vielleicht noch ein paar? Komm, machen wir mal. Es dauert 4 Runden. Ah, ist okay. Die Armee macht ja gerade eh nichts. So, du. Ich könnte dich noch woanders weiter skillen. Was haben wir denn noch so Schönes? Ich glaube, wir gehen auf Hoplit. Machen wir erstmal eins voll. Okay, wie sieht's jetzt hier oben aus? Okay, geht dann wahrscheinlich erst nächste Runde. Ey, Korinth kommt hier aber auch schon wieder an. Ich will diese Siedlung haben.
Forschung ist nächste Runde auch durch. Wir könnten uns theoretisch noch ein paar Bündnisse holen. Wen haben wir denn da? Melos zum Beispiel. Die sind halt nicht so sonderlich strong, glaube ich. Der Echäische Bund. Die sind halt mit Argos verbündet, ne? Wenn ich hier meine Macht ein bisschen ausweiten will, könnte das auch ekelhaft werden. Epiros? Die sind auch mit den Athenern im Krieg. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Machen wir erstmal nicht Angriffspakt. Vielleicht kriegen wir da sogar noch ein bisschen Geld raus. Diese Baute. Ja, perfekt. Steigern wir da mal ein bisschen die Beziehung. Oh, ich sehe gerade, wir haben nur eins Nahrungsmittelüberschuss. Da müssen wir auch dran arbeiten. Okay, die Athener fahren hier die ganze Zeit mit ihren Flotten durch die Gegend. Das gefällt mir überhaupt nicht. Auch so nah an meinen Küsten. Nee. Ach, das war so klar, dass Korinth da jetzt angreift. Och, Mann. Ich hätte natürlich vorher angreifen können, aber ich wusste halt nicht, das sah so nach einer Seeschlacht aus. Ich wollte jetzt eigentlich... Mann, das ist jetzt echt doof. Ja, komm, ich helfe denen mal. Sind ja immerhin trotzdem meine Verbündeten. Aber nervig ist das schon. Ich brauche eigentlich das Gebiet noch. Naja, notfalls hole ich mir halt einfach Argos. Dann pfeife ich auf die Inselgebiete. Mein Hauptziel ist natürlich trotzdem noch Athen platt zu machen, also von daher. Aber es ist schon ärgerlich. Ich wollte schon mein Gebiet eigentlich ein bisschen ausweiten. Andererseits muss ich das dann halt auch erst sichern, ne? Vielleicht könnte direkt gegen Athen gehen auch nicht schaden. So, also diese Schlacht sollten wir eigentlich easy gewinnen. Aber guck mal, meine Truppen sind jetzt auch in... sind jetzt auch auf den Schiffen, ne? Oder? Ne, das sind die Korinther. Waren das gerade die Korinther, die angezeigt wurden? Wo kommen denn jetzt meine Leute überhaupt? Ich starte einfach mal das Gefecht, ich kann gerade eh nichts machen. Ja, die sind teilweise auf Schiffen. Warum? Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Warum denn teils, teils? Ja, bestimmt, weil es für die Berittenen gar keine Schiffseinheiten gibt, ne? Ja, aber das ist doch nicht. Das ist doch auch gar nicht meine gesamte Armee. Ach nee, jetzt kommen die erst hier. Okay. Ja, dann würde ich die einfach hier anlanden lassen. Dann können die Korinther sich hier um die Seeschlacht kümmern und ich gehe hier einfach an Land. Das heißt, wenn es geht. Darf ich hier anlanden? Der Feind greift unseren Verbündeten an. Ja, darf ich nur da hinten landen? Nee, hier geht's. Okay, die sind hier schon am Fighten. Irgendwie ruckelt das Game zwischendrin immer so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz weird. Das liegt auf jeden Fall nicht an meinem Rechner. Der packt das Game eigentlich easy. Und bei Total War Warhammer 3, da passiert das auch nicht. Naja, solange es sich in Grenzen hält, ist ja alles gut. Okay, was machen die hier? Ach, die sind hier schon... Die sind schon an Land gegangen. Das ist nur deren Kavallerie, okay. Dann stoße ich mit meiner doch einfach mal dazu. Zumindest die Fernkämpfer könnte ich abfangen. Okay, das macht er jetzt schon. Bis die mal gelandet sind, ist hier doch schon wieder alles vorbei. Ein bisschen Bewegung! Komm, charge da mal rein. Die Seeschlacht haben sie auf jeden Fall gewonnen. Kommt, ich beschleunige mal ein bisschen.
Okay, das war jetzt ziemlich unspektakulär irgendwie. Okay, raus aus den Obliten. Alter, die sind immer noch nicht gelandet. Ja, wir haben eigentlich schon so gut wie gewonnen. Ich glaube, ich renne mit meiner Kavallerie jetzt einfach hier zum Siegpunkt. Okay, juckt die irgendwie relativ wenig? Die erstmal angekommen sind. Ey, deswegen wollte ich eigentlich keine Seeschlacht machen. Hallo, landen. Okay, die wollen irgendwie nicht. Na gut, von mir aus. Das ist so weird. Tempo mal wieder normal. Obliegen bereit! Schnell! Zu Befehl! Schnelles Marschieren! Periodische Obliegen! Herr Reupoi! Bereit zum Einsatz! Ah, schön. Auf die rauf und ihr geht schön außen rum. Unser General wird angegriffen! Bereit! Herr Reupoi! Doppelte Geschwindigkeit! Ah, deren Moral bricht schon. Ja, ist vorbei. Ist vorbei, bevor es begonnen hat. Hätten wir auch automatisch machen können, ganz ehrlich. Ja. Wow. Nee, Wiederholung nicht speichern. Das war ja keine Schlacht. Das war einfach nur ein Gemetzel. Wie kann die Aufnahme schon wieder 17 Minuten gehen? Da ist noch nichts passiert. Ja, ich glaube, so eine Gefechte in Zukunft mache ich die einfach automatisch. Ich dachte, wir sehen halt vielleicht mal ein bisschen was vom Kampf, aber dass meine dann erst mit den Schiffen da angesegelt kommen, Ewigkeiten, das ist ja schon... Das ist schon echt nervig. Ja, vielleicht sehen wir ja im Laufe der Folge nochmal ein bisschen mehr Action. Ja. Was machen wir denn? Ja, komm, wir töten sie. Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit zu begraben. Ergreift sie oder leidet. Die wollen Geld von mir? Nö. Ich frage mich, wer. Okay, Forschung ist durch. Unser General ist Stufe 2, sehr schön. Kommandant, 5% Nahkampfabwehr für alle Einheiten, nicht schlecht. Nahkampfangriff ist allerdings auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Durchhalten ist wichtiger. Machen wir mal so. Der Typ ist nicht verheiratet, den könnten wir theoretisch verheiraten. Der gehört aber auch zu einer anderen Partei. Unser Sohn könnte eigentlich theoretisch auch eine Armee übernehmen. Der macht aktuell irgendwie noch gar nichts. Bist du jetzt der General? Warte mal. Nee, du bist der General.
Ach, okay, das passiert einfach instant. Okay. Den könnte ich theoretisch auch befördern. Ist aktuell aber, glaube ich, nicht notwendig. Für meinen Sohn können wir aber meine Ehe arrangieren. Okay. Schaffe ich es, die Flotte zu besiegen? Die haben ein Schiff weniger, aber ich glaube, die Athener haben generell bessere Schiffe als wir. Vielleicht nehme ich die doch lieber mit nach hier oben. Dass wir hier erstmal ein bisschen Stress machen. So, die Dame, das hier jetzt eh eingenommen, dann kann ich eigentlich auch direkt nach hier oben weitergehen. Alter, wir bewegen uns so langsam auf der Kampagnenkarte, das ist wirklich übel. Achso, richtig, Technologie. Gehen wir mal auf Zivil. Öffentliche Ordnung ist noch bei plus 4, wir könnten noch ein bisschen bauen. Wohlstand geht hoch. Öffentliche Ordnung minus 2. Hier verbrauchen wir Nahrung, das ist gerade ganz übel. Hier würden wir Nahrung dazu bekommen. Das kostet auch noch Nahrung. Da kriegen wir aber eine Hoplitenkaserne. Echt nicht schlecht. Muss ich erst für Nahrung sorgen. Okay, dann machen wir mal den großen Hafen. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Junge, nein. Es gibt keinen Frieden gegen Geld. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Ihr wollt Geld? Wir können das Schutzbündnis ohne Geld machen. Ansonsten nicht. Ich gebe euch bestimmt kein Geld dafür. Eigenschaft erhalten. 2 Euro Autorität. Die Architektin. Die Tochter eines Adligen erscheint mit einer Bitte vor euch. Ihre Mutter, eine sehr einflussreiche Frau, besteht darauf, dass sie in den Tempel der Athene zu schicken, wo sie Priesterin der Weberei werden soll. Das Mädchen bittet uns demütig zum uns wohl... Was? Zum uns Wohle unserer Stadtentwicklung dienen zu dürfen? Uns zum Wohle unserer Stadtentwicklung dienen zu dürfen, wäre wohl richtig. Wir haben gehört, dass sie in der Mathematik sehr begabt und wohl der Stolz ihrer Lehrer sei. Sollen wir eingreifen? Wir können sie anheuern oder verweigern, kriegen wir 1000. Wir heuern sie an. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. So, der ist nochmal Level up. Wo haben wir die jetzt? Ist sie das? Yep, das ist sie. Okay, aber was kann ich mit ihr genau machen? Kann ich sie bei Agenten rufen? Naja, erstmal egal. Den Streiter bräuchte ich eigentlich da oben, ne? Generell, diese Armee, die ist viel besser ausgestattet eigentlich. Naja, die benutzen wir nachher einfach für den Feldzug gegen Argos eventuell. Es ist eine Ehre, zu dienen. Alter, Korinth! Die sind immer schneller als ich. Die werden wieder als Erstes da ankommen. Langsam geht die mir auf den Sack. Ja, ich muss auch immer noch auf die Athene aufpassen. Mein Volk mag keinen Luxus. Doch Geld wird gebraucht. Ihr wollt ein Militärbündnis? Ich bitte euch daher, uns eine bescheidene Summe zu geben. Für 2300? Ich meine, die haben keine Feinde. Im Moment würde es mir eigentlich nur in die Karten spielen. Komm, machen wir. Wir brauchen auch ein paar Verbündete. Wir haben so viele Feinde. Da kann es wahrscheinlich nicht schaden. Forschung abgeschlossen. Mission fehlgeschlagen. Ja gut. Kult der Helena.
plus 10% Wohlstand durch Kultur. Hammer. Inspirierte Bevölkerung. 8% Steuersatz. Und 6 Wachstum. Es läuft sehr gut. Okay, was können wir hier machen? Möglich Bau von Brunnenanlage. Was macht die genau? Kann ich jetzt nicht sehen, ne? Ich glaube, ich gehe einfach mal drauf. Oder? Was haben wir hier? Ist jetzt auch nicht so wichtig. Steuersatz wäre natürlich gut. Aber ich glaube, Brunnen bringt auch wieder Nahrung. Ich würde allerdings auch gerne bald die königliche Kaserne haben. Naja, wir gehen erstmal ein bisschen noch auf Wirtschaft. Beziehungsweise zivil. Okay. Was machen denn die Athener da schon wieder? Ja, Korinth wird wirklich wieder vor mir ankommen. Ey, es ist zum Kotzen. Doppelte Geschwindigkeit? Selbst damit komme ich nicht rechtzeitig an. Aber ich glaube, die können nicht ohne mich angreifen, weil guck mal, was hier für eine Armee ist. Ich glaube, ohne mich schaffen die das eh nicht. Notfalls werde ich es einfach aussitzen und danach denen angreifen. Invasionsstreitkraft? Darf ich bitte... Der Ionische Bund? Hallo? Ich erwarte eure Befehle. Schutz verfällt. Okay, in 3 Runden können theoretisch Bürgerkriege entstehen. Interessant. So, unser Streiter ist auch wieder Level Up. Sehr geil. Kann ich die theoretisch so schon erreichen? Ja, oder? Komm, die machen wir weg. Okay. Das brauche ich, glaube ich, auch nicht schlagen, Alter. Das sieht man ja nicht mal mehr, den roten Balken. Okay. Ja, komm, da können wir auch mal aggressiv gehen. Man sieht leider auch nicht an der Armee, was das für Auswirkungen hat. Bei Total War Warhammer sieht man immer schön, ob wieder Verluste aufgestockt werden. Gefangene Versklaven, was war das? Senkt die Gefangene? Ich glaube, wir können die Truppen gar nicht durch Feinde aufstocken, ne? Das geht, glaube ich, in dem Total War Teil hier gar nicht. Ja, komm, wir lassen sie mal frei. Wie lautet euer nächster Befehl? Zu euren Diensten. So, du bist auch gleich Level Up. Sehr schön. Kriegst erstmal Kommandant. Wir hungern nach einer. Füllt eure Pflicht, Männer! Dann könnten wir jetzt rein theoretisch, wir haben ja noch haufenweise Bonuseinkommen. Wir könnten nochmal 2 Einheiten Bogenschützen holen und nochmal spartanische Obliten. Komm. Dann ist die Armee auch voll. Ich bräuchte noch eine Sache für Nahrung. Wenn ich jetzt die Oblitenkaserne baue, dann haben wir halt -1 Nahrung. Das ist echt scheiße. Was brauche ich denn hier? Seesoldatenausbildung. Warte. Wo haben wir die? Okay, dann muss ich nächste Runde mal darauf gehen, dass wir das Dock ein bisschen ausgebaut kriegen. Oder was ist hier? Warte mal. Dorische Ordnung.
Historische Ordnung. Ja, dann vielleicht lieber darauf, ne? Bringt, glaube ich, mehr. Deutlich mehr. Dann kann ich die beiden hier ausbauen. Okay. Haben wir schon mal einen Plan. So, wie sieht's jetzt hier hinten aus? Ja, die erwische ich halt leider nicht. Die sind immer schneller als ich. Richtig nervig. Okay, wo sind die Korinther hin? Wenn man sie einmal braucht, weißt du? Ich kann ja schon mal an Land gehen. Ich meine, der Aetolische Bund könnte mir eigentlich auch zur Hilfe kommen. Warte mal. Wir sind doch Verbündete. Kann ich nicht sagen, ihr sollt hier die Armee angreifen? Müsste doch gehen, oder? Ich glaube, das sollte so funktionieren. Oh, wir müssen die Steuern wieder runter machen. Oh shit. Nee, das wird ein bisschen zu viel jetzt, glaube ich. Ich meine, die haben größtenteils nur Hopliten-Milizen. Da könnten wir mit unseren spartanischen Hopliten natürlich gut gegenhalten. Aber die haben halt verdammt viele davon, ne? Boah, ich weiß nicht. Es wäre möglich, dass man das gewinnt. Es wäre aber auch möglich, dass der Feldzug dann hier an dieser Stelle endet. Puh. Wisst ihr was? Scheiß drauf, ich glaube, wir riskieren's. Aber das alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. War heute wieder ein bisschen chaotisch. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der großen Schlacht. Bis dahin, bye bye.